So, der Kia EV6 mit Heckantrieb, der lädt gerade. Wir haben das Review schon gedreht zu diesem Auto hier mit Reichweite, Fahrspaß. Wir sind sogar ein bisschen gedriftet. Okay, ganz leicht, aber zumindest man kann driften mit diesem Auto. Und was jetzt hier geht, das Auto, wie gesagt, das lädt gerade, hängt gerade hier bei McDonald's auf dem Rast oder auf dem Parkplatz. Das heißt, wir haben Zeit, um uns das Digitale, um uns die digitalen Displays hier anzugucken. Und vor allem, hier sehen wir es, wie es so funktioniert. Das sehe ich nämlich gerade mit der Sonneneinstrahlung, die wir hier auf den Displays oder hier auf teilweise auf dem Display haben. So, um das Auto hier zu starten, klar, der EV-Knopf hier, dann geht hier alles an, das komplett hier oben. Auch das hier auf die Bremse gehe, noch die Zündung anmache, gibt es ja immer noch die Zündung, dann sieht man hier alles klar. Wir haben hier links trotzdem noch eine recht gute Sichtbarkeit des Displays, obwohl die Sonne drauf scheint, und man sieht auch hier rechts, er lädt gerade an dem EWE Go Charger mit 128 Kilowatt maximal. Mehr lässt der Charger nicht zu, obwohl die Batterie vorkonditioniert wurde. Ja, das ist die ganz normale Ansicht hier im digitalen Cockpit, also im hinterm Lenkrad in dem Display im Cockpit für den Fahrerassistenten. Wir können hier nach wie vor die Fahrerassistenzsysteme an- und ausschalten. Das passiert mit den Tasten, und wir können hier auch durch das Menü hier scrollen. Das haben wir hier die Möglichkeit, und dann können wir hier einmal den Verbrauch zum Beispiel über die 5000 gefahrenen Kilometer abrufen. Das sind dann eben diese 22,7 Kilowattstunden, und man kann dann noch weitergehen und kann die verschiedenen Verbräuche abladen und Nachladevorgang und so weiter abrufen und dann weiter noch auf Navigations- bzw. Kompasssysteme klicken und dann noch die ganzen Informationen abrufen, die für die ganze Telemetrie, zum Beispiel hier wie Reifendruckkontrolle und so, notwendig sind. Aber das funktioniert nur während der Fahrt. Ich habe meistens dieses Display hier an, weil ich dann auf langen Strecken auch mit der Cruise Control fahre. Das funktioniert echt gut, das kann man auch tatsächlich empfehlen. Und hier rechts nach wie vor immer der Ladezustand. So, und dann haben wir hier das Mittendisplay, das Multimedia-System. Hier ist die ganz normale Kartenansicht. Jetzt gerade, wir können hier auch auf das Hauptmenü zurückkehren. Wir haben hier die neueste Version an Bord, und wir haben hier unten diese Multifunktions-Touch-Leiste, die zwischen diesen beiden Funktionen hier wählen kann. Also hier zum Beispiel Klimaanlagensteuerung, also alles, was um die Innenraumtemperatur sich hier dreht, und dann auch die ganzen, die Leiste für die Bedienung des Multimedia-Systems hier. Also diese eine Touch-Leiste in zwei, also zwei Funktionen in einer Touch-Leiste, die ist echt gut gemacht. Viele haben damit Probleme. Ich habe damit keine Probleme. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Man muss nur manchmal aufpassen, dass man nicht im Klimaanlagenmodus ist und hier an der Lautstärke was verdrehen will oder verstellen will. Dann verstellt man nämlich nicht die Lautstärke, sondern die Temperatur. Das ist das Einzige, was einem hier aus meiner Sicht passieren könnte. Ja, und dann haben wir hier oben das Multimedia-System. Das kennen wir schon eigentlich. Wir hatten hierzu auch schon mal ein Video gemacht zum Thema Layout zum Beispiel, zum Thema EV, zum Thema Fahrzeug. All das kann man hier sich anzeigen lassen oder auch anwählen. Hier im neuen Software-Update kam zum Beispiel die Batteriekonditionierung hinzu. Und dann haben wir natürlich auch noch Fahrzeugeinstellungen, die wir hier wählen können. Das ist das Assistentenmenü. Dann können wir hier noch Motorsound zum Beispiel einstellen oder den Fahrmodus. Ich kann den Motorsound verstärkt machen, so dass es wirklich auch außen sehr laut ist. Und ich kann hier sogar den Sound nochmal einstellen. Also entweder individueller Sound oder ich möchte sagen Cyber. Ich will klingen wie ein Raumschiff, dann klingt das Auto wie ein Raumschiff. Ist alles nicht meins, deswegen hatte ich alles ausgestellt hier. Brauche ich nicht. Aber man kann da schon einiges spielen. So. Und dann haben wir noch hier die Sache Head-Up-Display, wie man das Head-Up-Display hier konfiguriert. Das sieht man jetzt nicht. Man kann es immer so schlecht einfangen tatsächlich. Aber man kann hier noch einzelne Einstellungen vornehmen, auch die Kalibrierung hier und die Inhalte, die es überhaupt zeigen soll. Da kann man nochmal ein bisschen zumindest in die Tiefe gehen. Das ist auch gut gelöst. Man erkennt das Head-Up-Display auch sehr gut, und es projiziert auch sehr gut immer vor die Straße, also virtuell vor die Haube vorne. So, dann kann man noch das
Kombi-Instrument hier einstellen, die Klimaanlage, die Sitze und vor allem auch das Licht. Man kann hier, das können wir kurz mal einblenden, in der Nacht durchschalten. Also je nach Fahrmodus kann man tatsächlich durchschalten, so dass man hier sieht, okay, Sportmodus, da ist rot und Eco-Modus ist blau. Und dann wechselt hier auch die gesamte ambiente Belichtung. Wie gesagt, das können wir kurz auch anzeigen. So, und dann Tür und das Ganze, das kann man hier dann in Fahrzeugeinstellungen alles einstellen. So, allgemein, da gibt es dann noch mal allgemeine Einstellungen. Hier sieht man auch aktualisiert im Februar 2023. Das ist die neueste Version, die wir hier drauf haben auf dem Testwagen. Und dann können wir noch mal auch tiefer reingehen in das System und hier auch noch mal die ganz normalen Grundeinstellungen eben anwählen. Genau. Das war das Allerwichtigste im Prinzip. Wenn wir hier jetzt wieder auf Map gehen, dann sieht man hier die Karte. Okay, das passt. Und hier unten, das ist dann die Adressangabe. Dann kann man auch relativ schnell die Ladestationen sich anzeigen lassen, die hier im Umfeld sind. Und wenn man aktive Routenführung aktiviert, das kann man auch entlang der Route. Das haben wir alles ausprobiert. Da verweise ich hier auf das Review, was unten in der Bio im YouTube-Video unten in der Beschriftungsbox, in der Beschreibungsbox nochmal verlinkt ist und auch hier oben auch nochmal verlinkt ist. Und dann danke ich Ihnen für das Zusehen hier kurz für diese digitale Einheit, dass Sie hier mit mir die Pause verbracht haben, die Ladepause hier bei McDonald's. Wir standen jetzt hier 25 Minuten von 25% auf jetzt ja 80%, gerade mit dem mit der Ladung, durchschnittliche Ladung schätze ich jetzt mal von 133 Kilowatt. Das passt schon, das geht schon klar. Die Zeit ist ja jetzt auch in diesem Video hoffentlich auch für Sie ganz gut vorbeigegangen. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.